Liebe ZuschauerInnen, lassen Sie mich an dieser Stelle festhalten, ich bin nicht normal. Und dieses Lied ist es schon gleich gar nicht. Herr Merz, vielleicht habe ich mich verhört, aber es klang gerade so, als hätten Sie aus Versehen gegendert. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich zu sprechen habe? Nein, bei uns gibt es keine Sprechverbote wie in Berlin. Sprechverbote gibt es nur in Thüringen. Dort hat die CDU mit der AfD das Gendern im Landtag verboten. Gut so, wenigstens die Ostdeutschen dürfen jetzt wieder normal sprechen müssen. Oder wollen Sie nicht mehr normal sein? Ich habe keine Lust mehr, hier den Normalapostel zu spielen. Dieses Land steht vor der größten Herausforderung seiner Geschichte. Das sehe ich ganz genauso. Und zwar welche? Meine Kanzlerschaft. Und Kanzlerin wird man nicht, wenn man ständig dieses normalinsaure AfD-Gaga nachplappert. Aber haben Sie nicht einmal gesagt, jedes Mal, wenn im deutschen Fernsehen gegendert wird, gehen hunderte Stimmen zur AfD? Das war der alte Fritz. Aber lassen Sie sich sagen, wenn man einmal in seinem Leben vor einem Auftritt an einer Peniskanone warten musste, da kommt man schon mal ins Grübeln. Bitte, 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 bitte nicht. Sie müssen uns Normale doch schützen. Wir werden ja bedroht von den linksgrünen Transsexuellen, die mit der Wärmepumpe in die Sauna gehen und uns Autofahrern verbieten wollen, ganz normal mit Mama und Papa Sex zu... Also, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ich weiß, der Quatsch kommt ja teilweise auch von mir. Das hat mir mein Berater eingeflötet. Andreas Röder, Leiter der CDU-Fachkommission Wertefundament. Dann ist das gar nicht Ihre Überzeugung? Ich bin davon überzeugt, Kanzler werden zu müssen. Aber Röder sagt, Vogue Deutschland bedroht unsere Freiheit. Dieses Gerede vom Kulturkampf bedroht zunächst mal meine Kanzlerschaft. Denn alle Studien zum Aufstieg rechter Parteien in Europa belegen ganz klar, jedes Mal, wenn Konservative die Parolen der Rechten nachplappern, wandern tausende Stimmen zu den Rechtsextremen. Aber darin sind doch die Grünen schuld, die mit ihrer Politik die Gesellschaft spalten und nach rechts treiben. Diese angebliche Spaltung lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Diese Gesellschaft ist nicht kulturell gespalten, diese Gesellschaft ist vielfältig. Und die allermeisten sind sogar damit einverstanden. Wissen Sie, was laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung die einzige Gruppe ist in der Bevölkerung, mit der eine absolute Mehrheit nichts zu tun haben möchte? Die AfD-WählerInnen. Und diese Mehrheit werde ich jetzt hinter mir versammeln und den Kurs der CDU radikal erneuern. Das heißt, Sie finden es jetzt okay, wenn Drag Queens Kindern vorlesen? Selbstverständlich, solange es nicht die Kinderbücher von Robert Habeck sind. Und jeder geht verdammt noch mal in die Toilette, zu der er oder sie oder they sich zugehörig fühlen, aber alle benutzen danach die Klobürste. Aber worüber soll ich mich dann aufregen? Da kann ich Ihnen behilflich sein über Ihren Rausschmiss. Sie sind gefeuert. Na dann, Servus TV. Wir machen hier jetzt nämlich TV Neues Normal und zeigen dieses Land so vielfältig, wie es ist. Im Gegensatz zum Mittagsmagazin Leipzig, das die beiden ModeratorInnen Nadia Kailouli und Ayman Abdulaziz Said nicht weiter beschäftigt, weil sie angeblich die ostdeutsche Lebenswirklichkeit nicht abbilden. Vielleicht würden sie das, würden sie mit einem blauen Auge moderieren. Und vielleicht, liebe ARD und ZDF-Verantwortliche, denken Sie mal darüber nach, welch verheerendes Zeichen ein solch vorauseilender Gehorsam gegenüber den Nationalradikalen der AfD ist. Das soll normal sein? Also ich habe in meinem Leben schon eine Menge Normalitäten erlebt bzw. überflogen. Für sehr viele ist es nämlich ganz normal, dass es keine Normalität gibt. Herr von Wagner, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.